Wir stehen hier im Kunsthaus Graz vor drei Abbildungen des vielleicht berühmtesten Bergs der Welt, des Matterhorn, in unterschiedlichen wettermäßigen Ausprägungen. Das Matterhorn ist tatsächlich ein gefährlicher Berg, denn rundherum kann das schönste Wetter sein. Und genau am Matterhorn fangen sich die Schlechtwetterwolken. Deswegen gilt auch, je schneller und flotter man oben ist und je schneller und flotter man wieder unten ist, desto besser. Schnelligkeit ist Sicherheit. Das Matterhorn ist ein typischer Berg für die Abbildungen von Herbert Brandl, dessen Personale wir heute eröffnen. Wir werden von ihm hier im Kunsthaus Graz nicht nur Schwarz-Weiß-Bilder und Cartoons wie hier sehen, es werden Skulpturen gezeigt, mystische Skulpturen, dystopische Skulpturen, und es wird ein Feuerwerk an Farbenpracht in sehr großformatigen Bildern im oberen Geschoss geben. Ich freue mich wirklich, dass Herbert Brandl bei uns hier in Graz ausstellt. Er ist ein Schwarmberger, ein Steirer und wirklich einer der ganz Großen. Wir eröffnen heute hier im Kunsthaus die Ausstellung Morgen. Eine große Personale von Herbert Brandl. Ich stehe hier vor Lucky Luke. Rund um mich sind Tiere gruppiert. Es gibt Arbeiten, die Berge zeigen. Es gibt ganz großflächige Arbeiten im zweiten Stock. Ich bin sehr froh, dass wir diese Ausstellung hier haben. Nicht zuletzt auch wegen ihres Titels Morgen ist sie vielleicht auch ein Sinnbild für das, was wir jetzt brauchen. Einen Aufbruch aus der Krise, Zuversicht, Optimismus, damit das Morgen sich über das Heute erhebt. Das Kunsthaus hat keine Wände. Es ist ein sehr spezielles Gebäude, das 2003 eröffnet wurde. Die Architekten sind Sir Peter Cook und Colin Fournier. Was das Kunsthaus speziell macht, ist, dass es eher Plattformen als Räume sind. Keine Ausstellung sieht aus wie die andere. Und was auch es besonders spannend macht, ist, dass es multidirektionale Räume sind. Das heißt, man kann sich potenziell in alle Richtungen bewegen. Und damit heißt das auch, dass sich die Architektur über die Bewegung erschließt. Und so ist das auch bei der Ausstellung von Herbert Brandl. Das, was wir hier sehen jetzt so als Ergebnis einer Ausstellung, ist eigentlich mehr oder weniger das Ergebnis eines langen Prozesses, und wir haben im Grunde viele Varianten entworfen, wieder verworfen, neue entwickelt. Aber es war eigentlich immer klar, dass es eine Ausstellung werden muss, wo eben diese Multiperspektivität, also diese unterschiedlichen Perspektiven, die sich ergeben, die der Raum irgendwie schon so vorgibt, dass die sich in der Setzung der Arbeiten im Raum wiederfinden sollten. Wir haben dazu vor allem die Großformate in einer Art und Weise in den Raum gestellt, dass die auch raumbildend wirken. Und hinter diesen Großformaten bilden sich oder entstehen wieder, wenn man dann rundherum geht, entstehen immer wieder neue Räume. Es ist auch die Ausstellung irgendwie relativ schwer greifbar, weil im Durchwandern und im Durchwegen der Ausstellung immer wieder neue Perspektiven und Räume entstehen. Im Prinzip multipliziert sich die Ausstellung. Das heißt, es ist nicht nur eine auf zwei Etagen, sondern durch diese Multiperspektivität entstehen viele Ausstellungen. Und wenn man dann eine Raumzone betritt, dann gibt es eine Ansicht, geht man weiter, also im Durchschreiten der Räume, eröffnen sich dann weitere Ausstellungen, aber nicht im Sinne von geschlossenen Räumen, sondern es ist so, als würden auch die weiteren Ausstellungen fragmentiert sein. Christian, ich hab gerade einen Transport da und wir packen gerade ein. Okay. Ich melde mich, wenn das vorüber ist, gell? Ja. Wir werden den Paul bitten, dass er uns am Besen hier. Das
Wie kommt man an den ran? Überraschung. Das wird ein Zoo. Ein großer. Komm her. Das sind die Leichen praktisch, mhm. die Gefallenen ja, in der Schlacht. Die Mäuse da nicht ihre Nester haben, weil da sind Löcher. Ja, das ist wirklich. Was macht man da? Da ist viel Laub drinnen. Womöglich ein Nest. Ja, da hat auf jeden Fall irgendein Fink was reingetragen. Aber es ist schon länger her. Die Betrachter. Rinnen werden in zweifacher Hinsicht in die Bilderzeugung involviert. Zum einen physisch über die Bewegung, also auch über die Bewegung des Körpers im Raum und zum anderen auch über Erinnerungen an das, was sie einmal gesehen haben. Also sie denken vielleicht bei einem Bild an eine Meeresbrandung, an eine Wolkenformation oder an ein Panorama. Das eine oder das eine und das andere. Oder etwas ganz anderes. In jedem Fall wird man immer wieder auf die Malerei zurückgeführt. Zugleich ist der Ausstellungsraum, in dem wir uns hier befinden, einer, der nicht nur in der Fläche zu begreifen ist und der nicht nur in der Fläche organisiert ist, sondern der auch sehr stark über die vertikale Dimension funktioniert. Daher erschien es uns wichtig und entscheidend, auch die Ausstellung in der vertikalen Dimension zu denken. Daher Bilder, die im Hochformat quasi die gesamte Raumhöhe ausnutzen, auch diese konstruktiven Elemente, diese Stützen, die wir eingefügt haben, nutzen die gesamte Raumhöhe aus und teilweise gibt es auch Bilder, die mehr oder weniger oben an der Decke hängen oder schweben. Es ist eine Ausstellung, die mit den signifikanten Merkmalen der Kunsthausarchitektur arbeitet und mit den signifikanten Merkmalen der künstlerischen Arbeit von Herbert Brandl sehr viel zu tun hat. Also der Raum entsteht im Grunde erst durch das, und die Ausstellung entsteht im Grunde erst durch das Begehen und das Durchwandern des Raumes oder der Ausstellung. Die zwei Gorillas. Und das ist der Löwenkopf doch. Das ist der, den müssen wir mitnehmen. Doppeladler. Gruppe aus zwei Bronzen. Ah, dann sind das die zwei Adler, die sie haben. Ja. Okay, müssen wir den Adler von draußen auch noch mitnehmen. Das ist also der und einer steht noch in der Halle draußen. Okay, die zwei Bilder zeige ich dir jetzt noch. Mhm. Ah. Wo sind die? Na, das gibt's
gibt es aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Das ist jetzt irgendwie sehr seltsam. Siehst du irgendwo kreisrunde Bilder? Nein. Ja. Paul, weißt du, wo die zwei Tonnen da sind, die von der Edelgard? Wem mitgegeben? Die Art und Weise, wie Herbert Brandl malt, ist so, dass er selbst während des Malprozesses nicht weiß, ob ein Bild letztendlich sich ins Figurative oder ins Ungegenständliche wendet. Das entscheidet sich eigentlich erst auf den letzten Metern. Dann ist es so, dass die Malereien sehr unterschiedlich wirken, je nach Nah- oder Fernsicht. Vor allem bei den Bergen ist es sehr deutlich, wenn man sehr nah davor steht, dann kann man einen Berg erkennen. Tritt man dann viele Schritte zurück, wird das Bild komplett ungegenständlich oder andersherum. Das heißt, in der Nähe ist das Bild abstrakt und wenn man dann zurücktritt, ist es plötzlich ein Berg. Es werden auch andere Dinge sichtbar in dieser Ausstellung, die man normalerweise nicht zeigen würde. Beispielsweise die Rückseiten der Leinwände, die Konstruktionen der Leinwände, die wieder für sich ein System sind. Die Leinwände sitzen auf Stützen. Diese Stützen haben wir zwischen dem Boden, wo es gewisse Vorrichtungen im Gebäude gibt, und der Decke, wo es ebenso gewisse Vorrichtungen gibt, diese zu befestigen. Entwickelt. Diese Stützen selbst, die bestehen aus ganz im Grunde einfachen Profilen, und durch das Zusammenfügen dieser Profile oder dieser L-Winkel entstehen sehr belastbare Konstruktionen. Und die haben jetzt auch die Funktion, diesen Raum, der eben schwer zu begreifen ist, auch in seiner Ausdehnung, weil eine Form von Struktur eigentlich fehlt, weil er irgendwie eher sehr homogen, wenn jetzt nichts herinnen steht. Und die gliedern den in einer Art und Weise und geben auch eine Ordnung vor. Ich war mal dort und habe mir die Eigenordnung so angeschaut, mal strahlende Sonne, wunderbar. Okay, wir brechen auf und in dem Moment, also drei Minuten später, schauen wir wieder hin, komplett so, in einer dichten grauen Wolke, rundherum blauer Himmel, aber in der Wand drinnen, wie ein eigenes Klima. Thank you.
Auge kann man aufnehmen. Ja. Na gut, das haben wir geschafft. Herbert Brandl hat Edelgard Gerngoss und Thomas Baumann zu seiner Ausstellung eingeladen. Mit beiden hat er schon wiederholt gearbeitet. Sie waren auch schon zusammen in anderen Ausstellungen. Und deshalb gibt es auf dem Plakat auch diesen Zusatz: Herbert Brandl features Edelgard Gerngoss und Thomas Baumann. So wie auch Herbert Brandls Ausstellung in und mit der Architektur entwickelt wurde, ist es auch bei Edelgard Gerngoss und bei Thomas Baumann. Es gibt einen sehr starken Bezug zum Gebäude. In Ihrem Fall, das ist eine Arbeit so zwischen Skulptur und Installation. Sie wächst fast aus der Architektur heraus oder vom Boden in die Decke. Sie ist sehr fein, sehr fragil, baut zwar auf ein geometrisches Grundgerüst auf, aber durch den Silberdraht, der ja auch sehr leicht verbiegbar ist und auch Fäden, die eingewoben werden, gestrickte, gehäkelte Teile, wird das Ganze wieder sehr weich und verformt sich. Es ist eine Arbeit, die auch je nach Lichtwinkel sich verändert, manchmal bis zum Verschwinden. Bewegt man sich durch den Raum, bekommt sie wieder eine ganz andere Präsenz. Also auch ähnlich wie in der Ausstellung von Herbert Brandl, wo sich auch die Ausstellung über die Bewegung erschließt und immer wieder unterschiedliche Perspektiven sich ergeben. Thomas Baumann hat eine Arbeit für die BIX entwickelt. Das ist die Kunst- und Medienfassade des Kunsthauses. Seine Arbeit heißt Shapes and Shades. Das ist eine ältere Arbeit, aber er hat sie für die BIX adaptiert. Insofern, als es letztendlich auch mit Herbert Brandl etwas zu tun hat. Also es geht von etwas Analogen der Malerei aus, übersetzt sich aber in etwas Digitales. Und zwar ist es so, dass es eine Art Zeichenmaschine ist, also auch zeichnen kann, aber es wird über Physik und Zufall werden Linien generiert. Und diese Linien, diese Zeichnung, diese sich verändernde Zeichnung läuft auf der BIX und ist jeden Abend sichtbar bei Einbruch der Dunkelheit.